Ich war schon immer ziemlich scheiße, was diese Rituale angeht. Du weißt schon, wovon ich rede. Ich meine die, bei denen man ein übernatürliches Wesen beschwört, nur um zu beweisen, dass man es kann. Nun, außer dass man es eben nicht kann. Ich war ein Teenager, als ich das erste Mal von einem hörte. Du wirst es sicherlich kennen, so wie jeder. Die Legende der alten Bloody Mary. Sofort fühlte ich mich dazu hingerissen, es auszuprobieren und machte es auch, als ich mir die erste Chance bot. Ich denke, es ist unnötig zu sagen, dass niemand mein Rufen beantwortet hat, aber es war der Moment, mit dem alles für mich begann. Was genau der Grund war, kann ich nicht sagen, aber ich fing an, nach ähnlichen Anrufen zu suchen und testete eine nach der anderen. Ob ich das Gefühl hatte, mit dem Unbekannten in Verbindung zu treten, ob ich so müde vom Leben war, dass ich einen kreativen Weg suchte, um es zu beenden, ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich jede einzelne, die ich finden konnte, ausprobierte. Von den einfachsten bis hin zu den wohl kompliziertesten. Von der Anrufung des Midnight Man bis hin zu Momo, der ich Nachrichten schrieb, während sie in aller Munde war. Nur um ein paar zu nennen. Nie ist etwas passiert. Was hast du sonst angenommen? Zumindest bis ich etwas fand, das ich nie zuvor gesehen hatte. Es stand in einem Kommentar zu einem ziemlich unabhängigen Post in einem Forum und war recht unkompliziert. Was auch gut war, da sich die Seite beim Lesen von selbst aktualisierte und als dies geschah, war der Kommentar nirgends zu finden. Ich versuchte mein Bestes, um ihn wiederherzustellen und wäre ich ein bisschen besser im Umgang mit Computern, hätte ich es wahrscheinlich auch geschafft. Wie auch immer. Den Großteil davon hatte ich gelesen, also war ich selbstsicher genug, um einen Versuch zu wagen. Wie ich schon gesagt hatte, war es ziemlich einfach. Alles, was es brauchte, waren drei Spiegel. Form und Größe spielten keine Rolle. Sie mussten in einem Dreieck aufgestellt werden, sodass jeder Spiegel die beiden anderen reflektierte. Dann brauchte es ein Papierdreieck mit einem Namen, der auf jede Seite geschrieben werden musste. Alles, was es dann noch zu tun galt, war das Papier inmitten des Spiegeldreiecks zu platzieren und es anzuzünden. Der einzige Teil, der mir fehlte, war, was man damit erreichen wollte. Da ich das jedenfalls nicht wusste, war ich mir auch nicht sicher, wessen Namen ich schreiben sollte. Aber ich vermutete, dass es nicht mein eigener sein sollte, also nahm ich den Namen meiner letzten Ex. War es nachtragend? Rachsüchtig? Vielleicht, aber verurteile mich nicht. Du hast keine Ahnung, was sie mir angetan hatte und außerdem wäre eh wie immer nichts passiert, oder? Also kaufte ich drei billige kleine Spiegel in einem 1-Dollar-Laden und stellte sie auf ein Tablett. Dieser Teil war zwar nicht in der Anleitung enthalten, aber ich wollte meinen Teppich nicht in Brand setzen. Ich schnitt ein Dreieck aus einem Stück Papier heraus, schrieb ihren Namen dreimal darauf und platzierte es genau in der Mitte der drei Spiegel. Ich zündete dann ein Streichholz an und setzte es in Flammen. Es brannte schön sauber herunter und hinterließ nur ein paar Rauchschwaden und eine Prise Asche. Und wie ich erwartet hatte, war das alles. 3 Tage waren vergangen und ich hatte das Ganze schon vergessen, als ich eines Morgens beim Zähneputzen etwas in meinem Spiegel sah, das nicht hätte dort sein dürfen. Es war nur ein kurzer Blitz, ein durchscheinendes Spiegelbild, das eher dem ähnelte, das man nachts durch ein Fenster sehen würde. Es war zu kurz, als dass ich es wirklich sehen konnte, aber lang genug, um dieses blonde Haar und Lippen zu erkennen, die viel zu rot waren, als dass es gut für sie gewesen wäre. Aus irgendeiner Vorahnung heraus rief ich sie an. Ihre Mutter ging ans Telefon. Ich weiß nicht, ob sie nicht wusste, dass wir uns getrennt hatten und aus welchen Gründen oder ob es ihr einfach egal war, aber sie erklärte mir unter Tränen, dass ihre Tochter in der vergangenen Nacht plötzlich das Bewusstsein verloren hatte und nun im Koma lag. Niemand schien zu wissen, warum. Ich hatte zwar eine Ahnung, ich teilte sie aber nicht. Es hätte auch einfach nur ein Zufall sein können. Ich brauchte mehr Beweise. Ich weiß, du fragst dich sicherlich, wieso es mich so wenig kümmerte. Um die Wahrheit zu sagen, war meine Neugier zu sehr geweckt, als dass ich vollständig hätte erkennen können, was passiert ist. Mein Verstand sagte mir, dass sie noch am Leben war, vielleicht kurz vor dem Aufwachen stand und ich mich interessanteren Dingen zuwenden musste. Und das war ein neues Testsubjekt. Ich habe mich für meinen Chef entschieden. Nicht nur, weil ich ihn hasste, ich brauchte jemanden, den ich die folgenden 3 Tage genau überwachen konnte und leider musste ich an jedem Arbeitstag der Woche viel Zeit mit diesem Arschloch in Sichtweite verbringen. Diesmal war jedoch etwas anders. Als ich das Streichholz senkte, um das Papier zu verbrennen, erschien im Licht der Flamme ein Gesicht in einem der Spiegel. Es war meine Ex, viel klarer, als ich sie im Badezimmer gesehen hatte. Es war fast so, als ob sie physisch vor diesem Spiegel stand, nahezu lebendig, wenn ihre weißen Augen nicht gewesen wären, ohne Iris oder Pupillen, von denen man sprechen konnte. Trotzdem war ich mir ziemlich sicher, dass sie mich ansah. Ich wollte gerade etwas sagen, da kam die Flamme meinen Fingerspitzen zu nahe.
Ich ließ das Streichholz fallen und schüttelte meine Hand, als könnte ich tatsächlich so den Schmerz der Verbrennung lindern. Dabei fiel das Streichholz auf das Papier. Wie beim ersten Mal verbrannte es schnell zur Asche und das Gesicht war verschwunden. Am nächsten Arbeitstag passierte nichts Ungewöhnliches. Am zweiten Tag wurde jedoch klar, dass sich etwas verändert hatte. Mein Chef war ziemlich nervös. Oft sah ich ihn sich umsehen, als würde er erwarten, dass ihn jemand aus den Schatten heraus anspringen würde. Auch könnte ich schwören, dass seine Hände manchmal zitterten. Am Ende des Tages schien er eine ausgewachsene Paranoia entwickelt zu haben. Am dritten Tag kam er nicht zur Arbeit und meldete sich krank. Somit wusste ich, dass noch nichts passiert war. Am folgenden Tag erhielten wir neue Nachrichten, was für mich keine wirklich neuen Nachrichten waren. Ich hatte bereits sein schwaches Spiegelbild in meinem Badezimmerspiegel gesehen. Sein Chef kam jedenfalls herunter und erzählte uns, was mit ihm passiert war, so als hätte es die Frau von dem Arschloch gesagt. Du kannst es dir vermutlich schon denken. Er lag im Koma. Er wurde an diesem Morgen gegen 3 Uhr ohne ersichtlichen Grund einfach ohnmächtig. Das dritte Mal, als ich die drei Spiegel zusammenstellte, habe ich keinen zweiten Blick auf das Gesicht meines Chefs in einem von ihnen geworfen, obwohl ich ausdrücklich vermieden hatte, auf den zu schauen, der meine Ex zeigte. Ja, ich weiß, was du denkst. Ich habe mich wie ein Serienmörder oder ein Serienkoma-Verursacher verhalten, wenn du es so ausdrücken willst. Aber die Bestätigung, dass das Ritual tatsächlich funktionierte, hat mich wie betrunken gemacht. Ich hatte eine Liste von Leuten zusammengestellt, an denen ich mich rächen wollte und war mehr als entschlossen, jeden einzelnen niederzuschreiben. Außerdem sagte ich mir immer wieder, dass ihre Situation nicht dauerhaft war, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich das jemals wirklich geglaubt habe. Soweit ich wusste, waren ihre Seelen in den Spiegeln gefangen und würden für immer dort bleiben. Beim dritten Mal habe ich mich nicht einmal mehr darum gekümmert, das zu überprüfen. Das geisterhafte Spiegelbild in meinem Badezimmerspiegel reichte mir als Bestätigung und ich fuhr mit meinem Leben fort. Selbst wenn es jemand seltsam gefunden hätte, dass plötzlich all diese komatösen Menschen auftauchen, konnte es niemand zu mir zurückverfolgen. Beim vierten Mal enthüllte die Flamme in allen drei Spiegeln die Gesichter, die sie besetzten. Das ließ mich jedoch nachdenken. Wohin würde die vierte Person hingehen? Aber ich hatte keine Zeit, um wirklich darüber nachzudenken. Ein kalter Wind, der von überall um meine Hand zu wehen schien, ließ die Flamme ausgehen. Es war, als hätten die drei Seelen in den Spiegeln von jenseits des Grabes darauf geblasen. Dann zerbrach das Glas der Spiegel. Es begann langsam, von einem einzelnen Punkt in der Mitte, breitete sich dann rissartig wie ein Spinnennetz bis an die Ränder aus. Ich bemerkte es gerade noch rechtzeitig, um meine Hand wegzuziehen, bevor sie in einem Schauer von Scherben explodierten und auf den dreimal niedergeschriebenen Namen meines Vaters fielen. Ein plötzlicher Schrei brach aus den Überresten der Spiegel und unheimliche Lichtranken tauchten in der Luft auf. Ein paar Sekunden tanzten und verflechteten sie sich in meinem dunklen Zimmer, bevor sie durch die Decke wanderten und mich in der Dunkelheit und Stille zurückließen. Von diesem Moment an sind fast 3 Tage vergangen und ich weiß, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Ich habe ständig das Gefühl, als würde mich jemand beobachten, als würde mir etwas folgen, egal wohin ich gehe. Ich sehe Gestalten in meinem Augenwinkel, aber nichts ist da, wenn ich mich umdrehe, um nachzuschauen. Es spielt aber keine Rolle. Ich habe nur noch ungefähr eine Stunde Zeit. Noch ist es nicht 3 Uhr morgens, aber die Uhr tickt. Ich weiß nicht genau, was passieren wird. Es gibt keinen Spiegel mehr, der meine Seele fängt, aber ich werde nicht versuchen, mich zu täuschen und mir einzureden, dass dieser Umstand mich retten wird. Ich weiß auch nicht, was mit meinen Opfern passiert ist. Meine Ex oder ihre Mutter hat seit Tagen versucht, mich anzurufen, aber ich werde nicht herangehen. Ich möchte nicht wissen, dass sie tot ist. Ich möchte nicht wissen, dass sie lebt und sie es weiß. Ich möchte nur meine Geschichte dalassen, damit die Menschen gewarnt sind. Ich weiß, dass einige von euch jetzt das Ritual selbst ausprobieren möchten. Aber ich möchte nicht, dass es jemand probiert. Aus diesem Grund habe ich dir ein entscheidendes Element verschwiegen, bei dem ich mir sicher bin, dass es ohne es nicht funktionieren wird. Trotzdem wird vielleicht jemand herausfinden, was es war oder über dasselbe seltsame Kommentar stolpern, das mich auf diesen schicksalshaften Weg geführt hat. Aber lass mich dir noch eine Sache sagen. Wenn du jemals das machst, was ich getan habe, versuche es nicht mehr als 3 Mal.